Heute machen wir was ganz anderes. Heute arbeiten wir mit dem Handtuch. Hallo zusammen, für das heutige Training benötigt ihr ein ganz normales Handtuch, also kein großes Bade- oder Saunatuch, sondern ein Handtuch circa von einem Meter Länge. Und mit diesem Handtuch werden wir heute uns bewegen und arbeiten. Wir starten mit der ersten Übung. Du stellst deine Füße hüftbreit auf, die Knie sind leicht gebeugt und du nimmst das Handtuch in eine Hand, greifst es ungefähr in der Mitte, lässt beide Arme hängen und die Handtuchseite beginnst du erstmal in einer kleinen Amplitude ganz locker vor und zurück zu schwingen. Die Knie dürfen ganz leicht mitfedern. Und wenn du merkst, das Schwingen funktioniert gut, dann darfst du die Amplitude gerne auch vergrößern. Schwingst wirklich ganz locker, circa 5 bis 8 Mal. Und dann wirst du wieder kleiner im Schwingen und in der Bewegung und kommst langsam zur Ruhe. Lockerst deine Arme und deine Hand aus, bewegst die Füße kurz auf dem Boden. Und dann wechselst du die Seite, greifst jetzt mit der anderen Hand die Mitte deines Handtuchs. Füße stehen wieder hüftbreit, Knie sind leicht gebeugt, die Arme hängen locker. Und du beginnst jetzt erstmal in kleiner Amplitude mit der anderen Seite vor und rück zu schwingen. Knie dürfen wieder ganz sanft mitfedern. Wenn du dich sicher fühlst, dann werde ruhig größer in der schwingenden Bewegung. Und kommst langsam wieder in die kleine Bewegung und zur Ruhe. Gut, auch hier die Füße wieder kurz lockern, auf der Stelle ein paar Schritte marschieren, den Arm und die Hand auslockern. Und dann kombinieren wir diese Bewegung noch. Das heißt, du startest wieder mit einer Seite, greifst dein Handtuch mittig, schwingst nach hinten und übergibst das Handtuch jetzt vorne in die andere Hand. Hier entscheidest du, welche Höhe du das Handtuch übergeben möchtest. Je weiter oben, desto effektiver. Fünf bis acht Mal. Und dann wirst du wieder kleiner in der Bewegung und kommst zur Ruhe. Arme lockern, die Füße ausschütteln. Einen tiefen Atemzug nehmen. Gut. Gut, bei der nächsten Übung stellst du dich in eine gegrätschte Position. Knie und Zehen zeigen nach außen. Deine Knie sind leicht gebeugt und du nimmst dein Handtuch an den Enden und ziehst es erstmal straff, ungefähr auf Brusthöhe. Und dann beginnst du mal, vor deinem Körper eine kleine liegende Acht zu beschreiben, mit deinem Handtuch. Starte erstmal klein. Und wenn du merkst, dass sich die Bewegung schön weich anfühlt, darfst du diese liegende Acht natürlich auch gerne etwas größer malen, sodass auch dein kompletter Oberkörper in Bewegung kommt, die Knie mit Federn
Schultern maximal bewegt werden. Atmen nicht vergessen. Wirst du langsam wieder kleiner deiner liegenden Acht. Und kommst langsam zur Ruhe. Arme locker hängen lassen, die Schultern noch hochziehen. Hängen lassen, Schultern hochziehen. Locker fallen lassen und ein paar Schritte auf der Stelle marschieren. Gut. Du hältst dein Handtuch immer noch an beiden Händen straff. Öffnest deine Füße jetzt wieder hüftschmal, Knie und Zehen zeigen nach vorne. Und wir starten mit ganz sanften Kniebeugen. Das heißt, der Po geht weit nach hinten, der Rücken ist lang, das Handtuch berührt die Knie und beim Strecken schiebst du das Handtuch nach oben. Kommst wieder mit langem Rücken tief, Po weit nach hinten, Handtuch berührt die Knie und machst dich wieder lang. Komm tief und lang machen. Dreimal noch schaffen wir. Zwei mehr. Das letzte Mal. Und gut. Füße lockern. Und die Arme lockern. Gut. Dann machen wir auch noch ein bisschen was für unser Herz-Kreislauf-System. Du stellst dich gerätscht auf Knie, Zehen zeigen nach außen. Dein Handtuch erneut an den Enden straff ziehen. Und wir machen eine Gewichtsverlagerung erstmal von einer Seite zur anderen. Drück dich ganz bewusst von dem rechten Fuß ab zur linken Seite und vom linken Fuß zur rechten Seite. Du merkst, fühlst dich stabil und sicher. Dann schwingst du wie in einer großen Schiffsschaukel das Handtuch mit. Und auch hier entscheidest du wieder, wie weit nach oben du dein Handtuch schwingen bzw. bewegen möchtest. Ich komme auch schon aus der Puste. Und dann wird dein schwingendes Handtuch wieder der Bewegung kleiner und du kommst zur Ruhe. Atmest mal tief ein, zieh dich mal in die Länge und ausatmen, Arme, Schultern senken und die Füße lockern. Nächste Aufgabe, da brauchen wir jetzt ganz viel Hände- und Fingerfertigkeit. Da nimmst du dein Handtuch erstmal an beiden Enden, legst es einmal zusammen, greifst erneut die Enden und jetzt rollst du das Handtuch in deinem eigenen Tempo zusammen und formst eine wunderschöne Rolle. Ja, bei mir ist da auch ein bisschen Luft nach oben, ne? Was die Schönheit der Rolle angeht. Greifst jetzt die Rolle. Schultern sind ganz locker. Und greifst mal richtig fest rein in die Rolle. Hältst mal einen kurzen Moment. Und löst ganz bewusst die Finger. Greifst wieder nach den Enden und schüttelst das Handtuch locker aus. Machen wir nochmal. Handtuch in der Mitte falten, rechts und links greifen
und in deinem eigenen Tempo eine Rolle formen. Die Finger und die Hände schön arbeiten. Gut. Greifst nochmal um deine Rolle. Greifst fest in deine Rolle. Aktiviere die Hand- und Fingermuskeln. Halte einen Moment. Und löse ganz bewusst die Finger. Schnapp dir nochmal die Enden und schüttel deine Hand noch aus. Alle guten Dinge sind drei. Das heißt, noch einmal falten, straff ziehen und du rollst erneut dein Handtuch zusammen. Einmal greifen, festhalten, Finger, Hände aktivieren, bewusst lösen und noch einmal die Enden greifen und ausschütteln. Gut, leg dir deine Hand ganz entspannt um den Hals. Hände ausschütteln und Finger lockern, einfach mal ein Klavier spielen. Auf und auf der Stelle. Die Beine haben jetzt durch das Stehen trotzdem gearbeitet. Dürfen sich auch mal kurz entspannen. Und dann gehen wir zur nächsten Übung. Du stellst dich hüftbreit hin, Kniezehen zeigen nach vorne, Knie sind wieder leicht gebeugt, greifst dein Handtuch wieder an den Händen, richtig straff ziehen, Hände sind jetzt ungefähr auf Brusthöhe und dann startest du mal und bewegst dein Handtuch in die Senkrechte. Die Ellbogen sind leicht gebeugt und das Handtuch ganz bewusst straff ziehen. Atmen dabei nicht vergessen. Spür auch mal ganz bewusst, wie hinten deine Schulterblätter arbeiten, deine Schultergelenke mobilisiert und bewegt werden. Fünf bis acht Mal. Und dann komm langsam wieder zum Ende. Handtuch lockern. Kreis die Schultern zwei, dreimal. Entspannt nach hinten, ohne große Anstrengung. Atme dabei tief ein und aus. Gut. Eine letzte Übung habe ich noch für dich. Diesmal liegt der Fokus auf den Beinen und auf dem Gleichgewicht. Hierzu benötigst du entweder eine Wand, an der du dich, wenn Bedarf ist, festhalten kannst. Hand einfach auflegen, manchmal reicht auch nur ein Finger. Oder ich habe hier einen Stuhl, den werde ich mir jetzt mal holen. Den kann man sich seitlich hinstellen und sich gegebenenfalls auch an der Rückenlehne entweder die Hand auflegen, festhalten oder ein bisschen abstützen. Jetzt legst du dein Handtuch, ich hoffe es ist nicht euer bestes Handtuch, auf den Boden. Und zwar ist jetzt dein Standbein, das Bein, das entweder an dem Stuhl bzw. an der Wand ist, und das andere ist jetzt dein Spielbein, mit dem du bewegen wirst. Stellst den Fuß auf dein Handtuch. Standbein ist im Knie leicht gebeugt, die Wirbelsäule ist aufgerichtet, Brustbein gehoben. Und dann beginnst du einfach mal dein Handtuch auf dem Boden vor und zurück zu wischen. Starte erstmal wieder mit einer kleinen Amplitude, um in die Bewegung zu kommen.
achte darauf, dass bei deinem Standbein das Knie immer gebeugt ist. Du wirst merken, hier wird sehr intensiv die Oberschenkelmuskulatur und Gesäßmuskulatur beansprucht. Und bei deinem Bein, das gerade vor und zurück wischt, die Hüfte und das Knie mobilisiert. Ruhig 5 bis 8 Mal vor und zurück wischen. Und dann komm zur Ruhe, das Handtuch mal kurz wegschieben. Und marschier mal auf der Stelle ganz locker, um die Beine zu lockern. Spürst du vielleicht auch einen Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Bein? Gut, wir bleiben noch in dieser Position. Du holst das Handtuch wieder unter den Fuß, wo es gerade eben schon gelegen hat oder positioniert war. Standbein ist wieder leicht gebeugt, Brustbein aufgerichtet. Und jetzt wischst du mit deinem Fuß weg vom Körper und ziehst das Handtuch wieder ran. Auch hier entscheidest du, wie groß du die Bewegung durchführen möchtest, wie sicher du dich fühlst. Wenn du dich ganz stabil und sicher fühlst, kannst du auch mal versuchen, deine Hand zu lösen und die Bewegung frei durchzuführen. Wichtig ist, dass du dich sicher fühlst. Und gut. Handtuch wegschieben, beide Füße auf den Boden stellen. Und marschiere nochmal locker auf der Stelle. Gut, wenn du jetzt die Seiten wechseln möchtest, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du drehst dich einfach um. Das mache ich jetzt in diesem Fall nicht, sondern ich nehme den Stuhl, stelle ihn einfach auf die andere Seite. Hol mir mein Handtuch und wechsle jetzt die Beinseite. Das heißt, das Bein, das jetzt an der Wand bzw. am Stuhl ist, ist jetzt mein Standbein. Knie ist leicht gebeugt und den anderen Fuß positionierst du auf dem Handtuch. Lange Wirbelsäule, Brustbein gehoben. Du holst dir wieder deine nötige Unterstützung und startest, schiebst. So, und dann wischen wir der anderen Seite jetzt das Handtuch vor und zurück. Startest erstmal wieder mit einer kleineren Bewegung. Wenn du merkst, die Bewegung wird weich, du fühlst dich sicher, dann darf das Handtuch auch weit nach vorne und weit nach hinten gewischt werden. Standbein ist immer noch gebeugt. Lass die Gesäß- und die Oberschenkelmuskeln arbeiten. Und dann kommst du langsam wieder zur Ruhe. Handtuch nochmal wegnehmen, laufen auf der Stelle, um die Beinmuskeln zu lockern. Spür wirklich auch mal in dein rechtes und dein linkes Bein rein, vielleicht spürst du einen Unterschied. Gut, und dann die letzte Wiederholung. Du holst erneut das Handtuch unter deinen Fuß, Standbein ist gebeugt, Brustbein gehoben, lange Wirbelsäule und du schiebst das Handtuch zur Seite weg und ziehst es wieder an den Körper ran. Auch hier schau einfach, wie viel Unterstützung du brauchst. Das Atmen immer nicht vergessen, ganz wichtig. Gut, noch 2 Mal. Und dann kommst du zum Ende. Steigst von deinem Handtuch ab, läufst nochmal auf der Stelle. Zur Ruhe, schüttelst nochmal die Arme aus. Kreis noch 2-3 Mal deine Schultern. Ganz entspannt nach hinten, ohne große Anstrengung. Und dann haben wir es geschafft für dieses Training.